Hallo und willkommen zurück bei The Evil Within 2. Hallo zwei. Zusammen. Hallo. 2. Ja. So, der Typ, er bewundert uns immer noch, das ist echt großartig, oder? Sebastian. Okay, wir müssen ins Theater. Hatten wir schon wieder. Mal kurz gucken, ob wir hier noch korrekt ausgestattet sind, inventarmäßig. Da irgendwo. Ich glaube, der denkt sich. Ah, hier, guck mal. Stehe nicht so dumm rum, sondern geh und aktiviere den Server. Maximal. Scheiß drauf. Wird schon irgendwie wehren. Wenn da irgendwas Dummes auf uns zukommt, was sicherlich passieren wird. Dann liegt dort ja auf uns, aufgrund unseres Billo-Modus. Raus hier! Jawoll! Irgendeine Scheiße rum. Hallo, Kamera! Ich habe letztens übrigens geschaut, weil ich sehr neugierig war, wie viele Kapitel es denn insgesamt gibt. Wir spielen gerade Kapitel 7 und insgesamt gibt es 17. Sagte sie sehr laut in mein Ohr. Ich will nur ein bisschen lauter sprechen, damit man mich gut versteht. Nee, also, ja, das ist für euch sehr irrelevant. Das Mikrofon, in das du reinsprichst, nimmt generell lauter auf. Ah. Deswegen ist das bei dem nicht ganz so schlimm. Okay, na dann kann ich ja leiser reden. Wisst ihr? Kann man nicht kaputt machen. Nur die ohne Metallrahmen. Indoors. Ja, Mülltonne. Hallo Mülltonne. Mal sehen, was wir da drin finden. Waffenteile. Stein. Sowas. Oh, Waffenteile. Waffenteile. Wir sind in den USA, da liegen Waffenteile in Kisten. In Mülltonnen. Meine ich ja. Geht's hoch? Ich will mal kurz. Ach, ich habe mir die ganzen Zombie-Pisser von unten oben erschießen können. Dann haben die hier hochgekriegt. Ja. Die haben sie alle hochgejagt und dann haben sie von oben, also oben haben sie sie dann getötet. Ach, und hier wieder eine von den Kisten. Ja. Wir aktuell noch nicht aufkriegen, weil wir noch nicht bei den Servern im Mark gewesen sind. Mark. Bei den Servern im Eric. Haha. Heute ein bisschen leichtes Laggen. Auf. Ich glaube, an dem standen wir schon. Ah ja, mal. Genau. Merkst du das schon wieder? Ja. Leichtes Mikro-Ruckeln heute, was denn? Haut es denn? Gut, weiter jetzt. Trotzdem, nie wundern, darf ich hier ein bisschen. Darf ich das? Ja, sehr gern. Was denn? Du willst das die Zuordnung ändern? Ja, bitte. Es ist von der. Logik her. Von der Logik her. Das Scharfschützengewehr auch auf die 3 legen. Das ist eine gute Idee. 3. Yeah, das ist so. Ich frage mich, ob wir noch genug Zeug finden, um das aufzufüllen. Die restlichen Zahlen. Was ist das? Was ist hier heute ein Mikro-Stuttering drin? Glaube ich. Genau. Hier, zack, da war's wieder. Hast du irgendwas im Hintergrund an? Möglich. Cool. Das ist Vorbereitung. Mindestens Steam und Chrome. Irgendwas im Hintergrund dann. Irgendwas wird passieren, dass wenn ich ja gerade viel schon kämpfen bin, irgendwas mit reinkommt und ich mir sage, geilo, Milo, danke. Ich muss hier kurz raustappen und das zumachen alles. Jedes Mal jetzt. So. Der läuft wieder pfeilschnell, ey. Der Dingenskirchens. Ich renn ja nicht. Linke oder rechte Tür? Links. Ich hätte auch eher links gesagt. Wir sind Linkshänder. Genau, wir sind ja auch Linkshänder. Ja, ich sehe es. Er muss hier irgendwo sein. Oh, Kapitel 8. Ich wollte sagen, was haben wir da jetzt für ein... Die Premiere. Für einen krassen Bug auf dem Display. Ich höre schon die Musik. Für gar nichts. Sie wagen es, meine Ferke zu zerstören. Glauben Sie, ich beuge mich? Genau wie Sie. Bückst dich auch noch, du kleine Sie Schwurke. Dachten, Sie könnten mich zu etwas formen, was ich nicht bin. Was Sie hier erschaffen haben, ist atemberaubend. Sie haben es vergeudet, weil Sie keine Fantasie hatten. Weil Sie keine Künstler sind. Sie wollen mich kontrollieren, mich manipulieren. Ja, hat was geleuchtet. Und sie wollen mich aufhalten. Waffenteile. Aber sie haben versagt. Nee, eine Spritze. Denn mit geil, der Macht des Kerns
haben wir ja schon. Kann ich auf ewig Kunst erschaffen? Ja, genau. Kunst. Ist das Kunst oder kann das weg? Kann weg, weil du ein Assi bist. Bekannte Resonanz. Der Belly. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unreifer Grünschnäbel zu beugen. Aha, genau. Weg da. Und da ist wohl noch ein Bild. What? Ja, das hat aber nichts. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Beide Leben lang. Kein Abrackern mehr. Keine ahnungslosen Kritiker. Kein Zwang, sich länger den idiotischen Meinungen unserer Grünschnäbel zu beugen. Keine Ablehnung mehr durch plumpe Einfallspinsel. Endlich habe ich die Freiheit, das zu sein, was ich immer war. Ein Künstler. Ein Lappen. Und mir steht die beste Leinwand aller Zeiten zur Verfügung. Endlich wird der Name Stefano Valentini in aller Munde. Valentini. Stefano Schwule. Nichts gegen Schwule. Muss ich direkt dazu sagen, das ist kein Angriff. Das hat sich einfach über die Jahre hinweg so manifestiert, würde ich jetzt sagen. Kann man dort durch die... Ich glaube, da konnte man durchgehen durch die Ab... Wie? Dingsbums. Die Abdingsbums. Und? Soll ich die einfach einreißen? Los! Überspringen? Nee, die ist aus Stahl. Das ist eine Stahlkette. Eine Stahlkette und das ist in den Boden betoniert. Ich komme hier gar nicht vorbei. Die aussieht wie Seil. Ich glaube, ich muss da rein. Ja, kann sein. Muss mal nachladen. Nice idea. Macht was. Ich jag mir kleine rein. Direkt mal ein paar Drogen nehmen, ne? Ich hab gar nicht mitbekommen, dass wir angeschlagen waren. Das warst Ach doch. Du. Ja, das war ich. Hallo. Was passiert mit dieser Tür? Dicke Hände. Oh, Publikum. Nennst du mal nicht gleich Publikum? Ich bin ja mit meinem Publikum, sollte lebendig sein. Dead bodies everywhere. War das nicht? Der hat den Was zur Hölle macht er mit diesen Leuten? Foltern bei der Scheiße, die er Kunst nennt. Na, das ist hier der Alte. Das ist der Typ hier aus. Ja, der Doktor oder so. Ja, das ist der am Anfang. Hör mal die Dings ab. Oh, ne. So. Diese Jagd war unterhaltsam. Macht der jetzt mal selber was, oder? Wahrscheinlich. Aber selbst die beste Unterhaltung muss einmal enden. Genau. Das Mädchen, wo ist sie? Ein Lob, dass sie es so weit geschafft haben. Arschloch. Wäre Hartnäckigkeit eine Kunstform? Was da Scheiße am Auge, Alter. Wären sie ein Meister? Vielleicht kein Michelangelo. Aber mindestens ein Genug von diesem Kunstmist! Wo ist sie? Warum redest du überhaupt? Erst reden, Der Kern erst ist sicher. Bei mir. Ich habe sie auf seinen Befehl mitgenommen. Befehl? Aber seit ich das Ausmaß ihrer Kräfte kenne, wie könnte ich sie da gehen lassen? Was ich tue, ist wichtiger als bloßer persönlicher Gewinn. Ja, du nervst. Er könnte das niemals verstehen. Er? Wer ist er? Unwichtig. Er wird nicht mehr lange hier sein. Mein Werk allerdings wird fortgesetzt. Ich muss lachen über er. Oh Gott. Oh Gott. Dem wird jetzt der Schädel weggesprengt. Picasso hatte seine blaue Phase. Ich bin jetzt in meiner blutroten. Scheiße. Nein! Stopp! Erblicket meine neueste Kreation. Nein! Fehlt Freude, schöner Wetterfunke. Alter Schwede.
Falsche Musik. Wo sind wir denn jetzt gerade gelandet? Wieder in dieser Zeitblase. Deiner Schwubelei. Wunderschön. Ein Bouquet aus Fleisch und Blut. Sie krankes Schwein! Auf jeden Fall. Warum? Wie denn die kann ich das je übertreffen? Ich finde einen Weg. Ihre Furcht ist so inspirierend. Soll ich eure Kreativität so sehr wie das Verderben der Unschuld. Reiß ihm seine mit er ab. Ja, das Gefühl, ich hier gerade bin. Du solltest sein Auge nehmen. Sie bekommen sie nicht. Sie würden ihre Macht nicht nutzen. Wenn wir sterben, sterben wir. In ihren Händen ist sie nutzlos. What? Was denn das? Tür. Dich knüpfe ich mir vor, du Arschloch. Oh, was ist jetzt Sprunglevel? Ah, der kann ja nicht springen. Wird wohl die Kamera sein. Ah ja. Veritas. Scheiße. Oh, Veritas. Kennst den anderen Schlappenkamera. Sehende Auge. In diesen Hand. Moin. Sicherung. Die scheint jetzt von oben die das Auge. Dafür, ne? Mhm. Aber das reicht ja. Phew, so anstrengend. Wenn ihr einfach in die Linse ballern. Wahrscheinlich nicht.
habe auch gerade gedacht, machst du überhaupt was? Jetzt kommt schon wieder die Kamera Kackskura oder so. Ja, wahrscheinlich. Okay, wo zum Teufel ist der hin? Hallo. Ja, könnte in der Tür sein, ne? Ich verstecke mich jetzt hinter so einem Vorhang hier. Aufs Ski. Heute ist Level damit rumbringen, dass ich einfach bloß umrenne. Weil wir sind bald dann irgendwo. Oh, ein Safe Room. Wie es aussieht. Finde ich nett. Ich denke, wir sollten das Angebot annehmen. Guck mal, roter Glibber. Ja, sollten auf jeden Fall uns nochmal verbessern. Ja. Aber safe ist ja nie wirklich, ne? Müsst mal, kannst du tappen? Also kann man. Nein. Das war ja klar. Ja, auch hier in den Outer Limit. Hallo! Haben wir eigentlich schon ein Tier gefunden? Nein, bis jetzt nicht. Miau, Katze, oder Katze hat grünen Schleim für uns. Danke, Michi. Eines Kätzchen. Von die Tür hier, oder? Ja. So, dann gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir schon wieder so viel. Oh, ich hab nichts gesagt. Besser. Feuer. Ja, auf jeden Fall. Könnten wir sogar machen. Wollen wir das? Ja. Magazingröße wäre auch nett. Das ist nicht so schlimm immer. Oh, Critical Hit. Nicht doof. Plus 100, nehmen wir. So, dann gehen wir noch. 50. Was hier? Magazin? Nee, bei der Schrotflinte. Ja, kostet nichts. Was kostet die Welt? Ja, Gold für die Weltkuh. Komm hier auch nochmal direkt mit, oder? Oh, geil! Das läuft. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht groß gefragt habe. Na klar. Das war Pistole. Peggy 13. Boah, der Bolzen. Ich bin nicht so der Bolzenfreund. Wir benutzen die auch äußerst selten. Ja, weil ich da auch. Ich bin Sebastian. Wir haben ja noch einen Leichenschrankschlüssel, zwei ja, Stück. Da kannst du. Nee, wir haben zwei. Wir haben den zweiten, den wir gefunden haben, haben wir Sie noch nicht gebraucht. Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ich helfe Ihnen. Brauchen deine Hilfe nie. Hallo, Adayana. Hier, gut, dort zwei. Sagen Sie Stopp. Stopp. Wow, danke. Okay, nochmal. Und, warte, sagen Sie Stopp. Stopp. Panzerfaust. Ja, irgendwie ein bisschen, naja. Ja. Ist voll lehm, Alter. Voll lehm. Ihnen steht eine Ihrer größten Herausforderungen bevor. Sind Sie bereit? Mit Immer. Ihrer Hilfe? Hoffentlich ja. Sie brauchen mehr als meine Hilfe. Vielleicht können Ihnen noch andere helfen, die das gleiche Ziel haben. Ich habe noch niemanden getroffen, falls es sie überhaupt gibt. Und ich kann nicht auf sie warten. Hoffentlich sind sie bereit. In ihnen ist noch so viel Wut und Unsicherheit. Bitte hör auf damit. Vielleicht. Aber Lily braucht mich. Ich muss es versuchen. Und wenn sie dabei sterben? Das also, habe ich nicht vor. Bitte sprich dir nie wieder an. Wieso? Sie sagt, es gibt noch andere, die uns helfen können. Ja. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Sorry, hab mich verklickt. Nein. So, wir haben 22.000 grünes G. Aber hier. Ich bei Bossgegnern jetzt nicht unbedingt als notwendig, oder? Was ist denn das obere? Was gibt's denn da? Da heißt die Fähigkeit. Wegtreten! Läger! Geil! Ultra! Hooligan! Was ist das? Da oben? Nur kostet. Nee, brauchen wir jetzt nicht drüber nachdenken. Ist einfach ein bisschen teuer. Was haben wir denn noch? Zeigt das.
Was ist das oben drüber? Immer ach so, noch trotz. Ja, wir leben einfach. Jo. Ausdauerschub. Feuer. Die Ausdauer. Was ist das oben drüber? Chance einer. Achso, geh mal zur List. Wohl die schlechten Heiler. Deine Schritte versuchen verursachen noch weniger Geräusche, so das ging. Eine Spezialfähigkeit, mit der du dich einem Gegner schnell nähern kannst, um einen Speicherangriff auszuführen. Sind wir ein Raubtier? Ich bin echt. Oh, ist es nicht. Hm, was gibt's denn bei Heilung? Wenn man bei Heilung noch gar nichts. Nachher, wir sind keine Heiler. Achso, ja, das ist nicht schlecht, das obere. Das hier? Ja. Ich muss aber auch das hier noch nehmen. Okay. Also wir sind ja bisher noch nicht so oft gestorben. Wir sind noch nie gestorben. Könnte daran liegen, dass wir einfach geil sind oder an diesem echt minimalistischen Schwierigkeitsgrad den Weg fehlt. Oh. Es tut uns übrigens immer noch nicht leid. Nee, gar nicht. Gar nicht. Dann gehen wir erstmal weiter, oder? Ja, das Ding ist, geh nicht jetzt. Nein. Freunde, wir wollen doch alle, dass Lisa dran ist, ne? Wir wollen doch alle das Gleiche. Da geht die Folge wahrscheinlich bloß 21 Minuten. Nur mal kurz, ob wir ein neues Dia haben. Ah, hatten wir. Ich erinnere mich nicht mehr, ich glaube nicht. Einer blöden Alten. Katze! Nimm deinen Kopf weg! Da, hier, siehst du? Komm schon. Ah. Ich mach Warp, Katze. Ich bin's, Kidman. Schön, dass du noch da bist, Sebastian. Nach Beacon wollte ich herausfinden, was mit mir passiert ist. Alle sagten, ich hätte Wahnvorstellungen. Oder würde die Wahrheit verbergen. Irgendwann fing ich an, ihnen zu glauben. Dass ich vielleicht verrückt bin. Ich war so frustriert. Fühlte mich nutzlos. Die Trinkerei machte den Schmerz erträglich. So viel verschwendete Zeit. Ich hätte mich zusammenreißen sollen. Scheiße. Junge, die Leber von dem aussehen müssen. Drei Jahre lang rauchen, saufen. Was soll's? Hör auf, mich in Schutz zu nehmen, Kidman. Ich hab's vermasselt. Sebastian, jetzt ist nicht die Zeit, in der Vergangenheit zu wühlen. Jetzt ist die Zeit, es wieder gut zu machen. Selbstmitleid hat dich erst zum Trinken verleitet. Selbstmitleid, da ist es. Du kannst dir zurückholen, was du verloren hast. Verlier das nicht aus dem Blick. Oh, deine tote Frau. Hart, aber wahr. Du hast recht, Kidman. Danke. Kein Ding, ey. So ein geiler Typ, der Sebastian. Katze, du hast ja schon wieder was hingelegt. Danke, Katzi. Danke, danke, Mietje. So, Freunde, und jetzt würde ich sagen... Speichern wir. Mhm. Wissen wir, wer weitermacht? Wer sich hier ins Fäustchen lacht? Und wer schlechte Reime macht? Gerade ausgedacht. Gut, okay. Man hat richtig gesehen, wie es bei dir arbeitet, um da jetzt noch einen draufzusetzen. Bei mir arbeitet es immer. Alles klar. Hier Level da, bei anderen da. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dafür, dass ihr das mit uns durchsteht. Vor allem, dass ihr uns durchsteht. Genau. Und unsere Spielweise. Ist ja alles schon langsam hier. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Tschüss.